Servus, grüß Gott in Altmarkt. Ich freue mich, dass ihr, liebe Zuseher, jetzt mit mir sozusagen einen Gang durch die Dechansoftäne Altmarkt macht. Die Dechansoftäne ist ein landwirtschaftliches Museum, wo es Gerätschaften aus alter Zeit zu sehen gibt. Unser Kustos ist der Franz Walchhofer und mit dem machen wir jetzt eine interessante Führung mit. Also ich wünsche euch eine interessante Führung durch die Dechansoftäne Altmarkt. Ja, also wir befinden uns da jetzt praktisch in der Dechanshofdäne, wo viele alte Handwerkssachen ausgestellt sind und unter anderem auch die Holzbringung. Unsere Gegend ist ja sehr holzreich und das Holz musste ja von den Bergen ins Tal gebracht werden. Und das hat man mit solchen Schlitten gemacht, wo man die Schlitten nach oben getragen hat, oben beladen und dann ist man damit ins Tal gefahren. Ich kann euch jetzt kurz demonstrieren, wie man den Schlitten getragen hat, der ja sämtliches Zubehör natürlich aufgepackt hat, das man dann für den Abtransport gebraucht hat. So wurde der Schlitten vom Tal auf den Berg gebracht. Auf den Schultern. Und ab und zu mussten die Männer auch rasten. Dann hat man den Schlitten abgestellt. Konnte rausschlüpfen. Konnte eine kurze Verschnaufpause machen. Und dann hat man sich wieder unter diesen Schlitten gezwängt. Und hat den Aufstieg fortgesetzt. Oben wurde dann der Schlitten beladen und dann ist man mit diesem Schlitten zu Tal gefahren. Weil man den Schlitten wegziehen musste, benötigt man einen Gurt, bei uns im Dialekt Bruch genannt. Dann hat man sich um die Schultern gelegt und mit dieser Kette, die einen doppelten Haken hat, hat man hier eingehakt und dann mit dem zweiten Haken die entsprechende Länge eingestellt. Und dann die schwere Fuhre wegzuziehen. Wenn die Fuhre in Schwung kam, hat man sich auf diesen sogenannten Sitzer aufgesessen. Aus Sicherheitsgründen ausgehängt und mit diesen beiden Geräten hat man den Schlitten gebremst und auch in die nötige Richtung gedrängt. Und wenn es besonders steil wurde, dann konnte man auch diese Sperrketten abwerfen, die sich dann am hinteren Bereich des Schlittens verfangen haben und eben eine zusätzliche Bremswirkung verursachten. Auch Wasser musste immer wieder von den Bergen zu den Höfen oder zu den Almen transportiert werden, von der Quelle bis zum Hof. Und man hat das in solchen hölzernen Wasserrohren gemacht. Und das waren Baumstämme, die man mit einem langen Bohrer ausgebohrt hat. Und mit solchen Metallbüchsen hat man dann die einzelnen Stämme oder Rohre aneinander gesteckt. Und man konnte teilweise kilometerlange Leistungen legen und das Wasser bis zu den Höfen für den Menschen und für seine Viecher praktisch hinbringen und eine ausreichende Wasserversorgung herstellen. Unsere Gegend ist ja sehr, sehr waldreich und wir haben große Mengen an Holz. Man kann sagen, wir haben es in Überfluss. Oder wir hatten es in Überfluss, denn 1875 hat man eine Eisenbahn gebaut und erstmals war es damals dann den Menschen möglich,
diesen wertvollen Rohstoff woanders hinzubringen, auf einen Weltmarkt und damit Geld zu verdienen. Vorher hatte man das Holz wirklich im Überfluss und man wusste teilweise gar nicht, was man damit machen sollte. Mit einer solchen Gattersäge musste man früher per Hand die Bäume zerschneiden. Man hatte noch kein Sägewerk zur Verfügung, wo elektrisch ein Motor betrieben wurde, sondern musste wirklich mit Hand vor Ort, direkt dort, wo man die Bretter gebraucht hat, mit einer solchen Säge schneiden. Und wir werden euch das jetzt kurz demonstrieren. Das war natürlich sehr mühselig, darum hat man sich später etwas einfallen lassen und hat diese Sägegatter mit Wasserkraft betrieben. Und da gab es die älteste Säge in Altenmarkt, die hieß dann Sägemühle, weil sie mit einem Mühlrad angetrieben wurde. Hier befinden wir uns in unserer Mühle und früher wurden die Mühlen bei uns mit Wasser betrieben, irgendwo an einem Graben, an einem Fluss, an einem Bach. Und oft ist ja so gewesen, dass nur während der Schneeschmelze oder bei entsprechender Witterung genügend Wasser vorhanden war, dass die Mühle auch betrieben werden konnte. Deshalb hat jede Mühle ein kleines Stübchen, wo der Mühler dann schlafen konnte, damit die Zeit genutzt werden konnte, wo eben das Mahlen möglich war. Das war deshalb schwieriger, weil es ja noch keine Kugellager gab. Man musste alles so über eine normale Achse drehen und das war dann etwas sperriger und ging nicht so leicht. Und darum war es notwendig, eben entsprechend genug Wasser zu haben. Ja, wir befinden uns jetzt hier in diesem Teil, wo die Berchten gelagert werden. Und das, was wir da jetzt sehen, das sind die Schirchberchten, also der hässliche. Die Bercht ist ja immer in zwei Gestalten, in gut und böse, in schön und schirch. Also in schön und hässlich, wenn man es auf Deutsch bringen muss. Und diese Masken sind alle aus Holz gefertigt und haben immer eine ungerade Zahl an Hörnern. Sie werden nicht nur eben als Berchten benutzt, sondern auch als Krampus, als Begleiter vom heiligen Nikolaus besuchen sie am 5. Dezember die Kinder und ermahnen sie, die guten Vorsätze etwas ernster zu nehmen. Der Berchtenlauf ist bei uns alle 4 Jahre. Wir wechseln uns da ab. Der Bongauer Berchtenlauf ist praktisch Gastein, St. Johann, Bischofshofen und Altenmarkt. Es ist deshalb genug alle 4 Jahre, weil es eine große Herausforderung ist, 240 Menschen unter Masken und Kostüme zu bringen, um den gesamten Zug aufzufüllen. Hier die Hässlichen, die als Vorspann den Weg freimachen für die schönen Berchten, die was wir da drinnen stehen haben. Da befinden wir uns jetzt im Raum der schönen Berchten. Die schönen Berchten sollen ja Glück für das neue Jahr bringen und sie sollen vor allem das Licht, den länger werdenden Tag bringen. Und deshalb ist der 6. Dezember, wo man das erste Mal merkt, dass der Tag wieder etwas länger wird, der Tag, an dem die Berchten durch den Ort ziehen.
Was wir hier sehen, ist die Blumenbercht. Dann haben wir hier die Hochzeitsbercht. Dann haben wir hier eine Tracht, eine Tücherbercht, eine Blumenbercht mit Gebirgsblumen. Und früher waren ja diese Berchten eher heidnischen Ursprungs und stammen noch aus vorchristlichen Zeiten. Und weil man sich natürlich auch mit der Kirche und mit den örtlichen Geistigen nicht anlegen wollte, hat man auch solche Berchten mit Krippendarstellungen oder eben auch mit anderen christlichen Symbolen versehen, um eine Versöhnung zwischen dem alten Brauchtum und dem neu entstandenen Christentum, das bei uns vor ungefähr 1000 Jahren gut gekommen ist, eben dass man da keine Konflikte heraufbeschwört, sondern eine beidseitige Akzeptanz. Ja, da befinden wir uns jetzt in einem sehr landwirtschaftlichen Teil. Bei uns wurde früher ja bis in die 60er Jahre wurde auch Getreide angebaut. Und man muss sich vorstellen, überall in unserer Gegend ging immer die Besiedelung so weit nach oben, soweit eben Getreide noch gewachsen ist. Über diesen Bereich gab es dann nur mehr die Almwirtschaft, also eine Beweidung, und hat man nur mehr über die Beweidung mit Tieren, die es landwirtschaftlich nutzen können. Und da haben wir eine Besonderheit, da haben wir einen Pflug, der komplett aus Holz gebaut ist. Auch die Pflugscharen sind aus Holz. Nur der Vorschneider, bei uns im Dialekt Seich, die Pflugseich genannt, ist aus Metall und erleichtert Beschlag und die Höhenverstellung. Und ich werde jetzt diesen Pflug demonstrieren. Da hat man zwei Pferde oder andere Zugtiere, Ochsen oder auch Kühe eingespannt und hat damit den Acker aufgebrochen, um eben ein Saatbett für entsprechende Getreidesorten, die man angebaut hat, hauptsächlich Roggen, in unserer Klimazone bereitzustellen. Dieser Teil war für die Höhenverstellung, wie tief man gepflügt hat. Es war ja so, zu tief pflügen darf man nicht, damit man die Humusschicht nicht durchdringt und totes Erdmaterial nach oben bringt, wo es eben schlechter wächst. Und so hat man dann den Pflug hineingehalten in die Erde und ist in eine Richtung gefahren und hat praktisch eine Furche aufgerissen. Wenn man am anderen Ende angekommen war, musste der Pflug herausgehoben werden, einmal herumgedreht, dann ist man die Gegenseite wieder zurückgefahren, um wieder an dieselbe Seite die Furche aufzuwerfen. Und so hat man immer hin und her gebaut und hat den ganzen Acker umgepflügt. Für unsere Größenordnungen, wie es bei unseren Bauern üblich war, brauchte man dafür ungefähr einen Tag. Früher hat man ja alles mit einer Sense gemäht und die Sense musste wieder scharf gemacht werden. Und dafür hat man normal eine Dengelvorrichtung. Das machte man mit einem Hammer auf einem kleinen Amboss. Und weil das mühselig war, hat man sich eine Maschine einfallen lassen. Eine Dengelmaschine, wo man das schon mit Fußantrieb Sense ganz flach gemacht am Ende, damit sie nicht zu dick ist, und eine schöne Schneide geformt und hat zugleich mit diesen Schlägen auch die Sense gehärtet. Und derjenige, der als erstes mit dem Finger in diese Maschine gekommen ist, dem sagt man nach, dass er das Jodeln erfunden hat. Das, was wir jetzt da sehen, das ist ein Brechelbad. Man hat früher ja alles möglichst selbst erzeugt, denn man hatte ja kaum Geld, sich irgendwo groß etwas einzukaufen.
Also hat man alles versucht, selbst herzustellen. Auch das Rohprodukt, praktisch den Flachs, um Leinen und damit Stoffe für Bekleidung oder auch eben auch für Bettwäsche und so weiter herzustellen. Auch war es notwendig, solche Leinenstoffe zu haben, um Milchprodukte, Käseerzeugung, um die Molke und das Casein zu trennen. Und den hat man selber angebaut und hat ihn dann über dem Feuer geröstet, dass die der Außenbereich von dieser Pflanze spröde wurde. Und dann hat man ihn mit diesen Brecheln hat man das aufgebrochen, bis eben diese Rohfaser außen völlig abgebrochen war und dann diese feine Innenfaser herausgekommen ist, die man dann abgekämmt hat und von allen Resten befreit. Und dann konnte man die verspinnen und eben auch verweben, damit eben Bekleidung und sonstige Sachen hergestellt werden konnten. Große Brechel war den Männern vorbehalten, weil man mehr Kraft brauchte, um sie zu heben und auch um entsprechend durchzudrücken. Und die feinere Arbeit verrichteten dann die Frauen mit diesem etwas kleineren, dafür enger geformten Gerät, wo die letzten Reste noch abgebrochen wurden, aber das nicht mehr so schwer ging. Ja, als Museumsleiter von Altmarkt bin ich natürlich jetzt mächtig stolz, dass ihr, liebe Zuseher, einen gemeinsamen Gang mit uns durch unsere Altmarkt-Museen gemacht habt. Einerseits eben das Heimathaus und jetzt nun in der Technenshofdene mit unserem neuen Kustos, dem Franz Walchhofer. Wir haben euch ein paar Spezialitäten zeigen können, aber es gibt natürlich noch einige Schmankerl, die was wir noch nicht hergezeigt haben, die was unbedingt noch sehen solltet. Und daher dürfen wir euch wirklich sehr herzlich einladen, unsere Altmarkt Heimatmuseum zu besuchen. Wir freuen uns auf eure Kämmer. Ja, ich darf mich auch bedanken als der neue Kustos. Der Herr Vizebürgermeister hat ja schon gesagt, ich bin jetzt als neuer Kustos eingestellt worden, auch aus dem Grund, weil ich schon langsam ein entsprechend antiquarisches Aussehen bekomme. Aber auch ich möchte euch ganz herzlich einladen. Ich glaube, es sind viele spannende Sachen zu entdecken in unseren Museen.